Recht herzlich willkommen zur 68. Folge von Europa Universalis 4 mit England. Ja, wollen wir mal gucken, wie weit das hier noch läuft. Wir haben letztes Mal... Haben wir so viele Schiffe im Bau? Interessant, okay. Das war ich. Anspruch auf... Machen wir langsamer, ja. Noch Pause ist schon richtig. Großbritannien hat eine... Verachtete Frau bis 2. Prestige jährlich minus 2. Ne, das will ich ja gar nicht. Ne, das können wir machen. 2, 4, 5 hört sich auch ganz gut an. Ne, das ist schon okay. Aha. Gegen die Schweiz wollen wir aber keinen Krieg führen. Burgund, ne, Bretagne ist das. Okay. Die machen gerade Ärger. Margaret, 2, 4, 5. Okay. Alles gut. Dann ist hier noch was fertig. Wohl auf, Nationalbank. Inflationsreduktion. Ja, machen wir, ne, oder? Zock. Okay. Und hier sind wir fast fertig unten bei leichte Kavallerie. Lass mal weiterlaufen. Okay, das 97 Monate Waffenende. Hier können wir nochmal reingucken. Wie sieht das hier aus? Ja, Kork. Nimm mit. Okay. Und... Der ist tot, oder was? Alles klar. Ansprüche auf Provinzen. 23 hier. Das ist noch nicht genug, glaube ich. Calais wollen wir ja mal wieder haben. Das dauert aber noch. 30 brauchen wir. Und bei den Franzosen ist es die Normandie. Und das brauchen wir 25. Haben da 21. Okay. Haben wir doch, ne? Oder? Ja. Normandie haben wir nicht, ne? Ne, das ist weg. Das wollen wir noch haben. So. Haben wir hier noch einen Anspruch drauf? Ist auch weg. Könnte man noch einen hinschicken, ne? Machen wir mal. Können wir irgendwas investieren? Ach so, die leichte Kavallerie. Dann haben wir 23. Okay. Okay, wunderbar. Da geht einiges jetzt. Gut, gucken wir gleich mal rein. Ja. Fernkampf, Nahkampf, Moral. Moral sind sie alle gleich, ne? Sieht so aus. Nur die Unterschiede im Fern- oder Nahkampf. Nehmen wir die. Hier geht auch die Dragoner. Ne, Husaren und auch Dragoner sind auch dabei. Hier gibt es Offensivmoral. Zack, nehmen wir die. Und da war nichts, ne? Ne, das hatten wir schon bei den 22 gemacht, glaube. Gut, ist das schon geklärt. Sind wir da durch? Was haben wir hier? Bretagne hatten wir schon. Eine Calais brauchen wir noch. Anspruch gegen geht nicht. Steuernahmen minus 15%, Papsteinfluss, nee, das ist ja doof. Kriegen wir Stabi und Papsteinfluss weg? Ja, dann machen wir lieber das. Wo waren wir stehen geblieben? Weil eigentlich ein Anspruch fingieren. Der eigentlich bei 30 hier liegen sollte, ne, oder? Fingiert einen Anspruch auf eine benachbarte Provinz. Läuft, ne? Hier haben wir Anspruch. Okay.
Dann halt nicht. Gut. Schiffe sind irgendwo fertig geworden, ne, wie man sieht. Ziehen wir die mal zusammen. Okay, im Parlament hat es geklappt. Internationale Konflikte sind da zu Ende und die Truppe ist jetzt irgendwie nicht komplett hier rüber gefahren, oder wie sehe ich das? Das ist ein bisschen doof gelaufen, ne? Okay, die sind wo rausgekommen? 11 Einheiten da. Wie viel haben die denn? 5 und eine. Da sind noch 2. Können die sich ja eigentlich wehren, ne? Machen sie aber wahrscheinlich nicht, ne? Und wo kommen die raus? 7 da, okay. Ja. Müsstet ihr euch mal wehren jetzt, ne? Macht ihr das auch, oder? Gut, die gehen tatsächlich da drauf. Dann schicken wir unsere Leute vielleicht auch dahin, wenn, aber auch nur, wenn sie es machen. Okay. Ja, die hauen sogar ab, oder was? Naja, die sind da. Dann lass uns die 1000 Mann von uns da auch noch reinsetzen, damit die auf jeden Fall gewinnen. Haben sie auch so geschafft, ne, oder? Positiv gelaufen, super. Okay, und die sind aber hier weiter runtergezogen, ne? Also nicht schlimm. Rutschen wir mal vor, gucken uns das an. Ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt befreien können, ne? Okay, da sind die wohl von Florida wacker geschlagen worden, oder? Ja, weiß nicht, ob wir die jetzt befreit haben oder nicht. Keine Ahnung. Oder befreien würden. Auf jeden Fall sind sie jetzt wieder frei. Schick die mal wieder da oben in die eine Einheit. Okay. Da sind 5 Schiffe. Hier sind 49 Schiffe. Geht hier schon was? Nee, das geht nicht. Das lag ja daran, dass keine benachbarte Provinz da funktionieren kann, ne? Ach so, wir sind hier in der falschen Anzeige, deswegen klappt das nicht. Ja, da ist schon sicher. 25 haben wir nicht. 15 haben wir. Okay. Dann wurde er auch entdeckt, wa? Können wir gleich zurückrufen, ne? Ja. Negativ gelaufen, ne? Gut, Holland, was haben die denn hier? Rückeroberung gegen Burgund, okay. Okay, das ist dann schon geklärt. Ja, Picardie. Vielleicht müssen wir da mal rüber dann, ne, oder? Wenn wir da jetzt den Krieg erklären würden. Aber da würden ganz viele denen helfen, ne? Holland und Skandinavien wäre auf unserer Seite dabei. Österreich nicht. Trier, Savoyen, Lüttich und Brandenburg wären dabei. Wie sieht denn das hier aus? Das können wir ja auch machen. Okay, da sind ein paar mehr bei, aber hier hätten wir auch Österreich noch auf unserer Seite. Kongo, Kirchenstaat, Ferrara, Portugal, Münster, Osmanisches Reich. Okay, das ist dann der Punkt, wo es schlecht ist.
Ja, ist ja gestorben, ne? Also wenn, dann müssten wir hier was probieren. Bauen wir wieder auf. Und da auch. Gut. Frankreich schien nur den Krieg erklärt. Okay. Jetzt haben wir keinen mehr da. Großbritannien, Britannia. Kriegen wir da jetzt schon was? Ja, einen Anspruch können wir da fingieren. Auf Amor. Okay. Okay. Und wie sieht es mit Finistra aus? Haben wir nicht, können wir aber. Okay, das läuft. Morbid geht nicht, ne? Morbihan. Ne, da fehlt es dann noch. 30 bräuchten wir da. Haben 447. So, wenn wir den... Ach, können wir jetzt nicht sehen, weil wir alle unterwegs haben, ne? Stabilität verlieren, Legitimität. Ja, dann machen wir die Stabil weg. Passt schon. Zwei haben wir noch. Gut. Es wäre noch interessant zu sehen, wen wir... Burgund können wir sowieso nicht. Da können wir das auch hier abziehen. Okay. Und dann können wir hier gerade gucken, wenn wir den Krieg erklären, wie das aussieht. Ferrara, Hamburg und Österreich ist auf deren Seite. Wir haben nur die Holländer bei uns. Okay, das wäre es dann nicht. Die hatten ja eben den Krieg erklärt gegen Chinu. Okay, hätten dann noch ein paar mehr. Na gut. Das ist es jetzt nicht. Und hier... Ja, Lüttich, Trier, Österreich, Skandinavien ist nicht mehr dabei, dann hat sich das auch erübrigt. So, hier noch eine Insel kriegen für den Norwegen. Ach, guck mal, da ist sowieso. Die Norweger haben gar keine Freunde mehr, ne? Uns wird keiner helfen, braucht aber eigentlich auch nicht, ne? Hier wären ja die Ländereien, die noch ganz interessant wären, ne? Ja, vielleicht sollten wir das nochmal tun. Ja, hier sind noch die zwei Inseln, die noch zu... Können wir mal die Schiffe zusammenziehen. Und was ist das? 10 Transportschiffe sind das dann, ne? Und hier, wir bleiben mal hier. Nummer 20. Ja, dann würde ich sagen, schick die mal zueinander. Da ist noch ein einzelnes Schiff, sehe ich gerade. Ach, da sind noch zwei fertig geworden. Okay. Dann die da auch noch hin. Dann die da auch noch hin. Dann können wir die gerade ein. So, da haben wir nur zwei dabei, die jetzt nicht da dabei sind. Was ist denn hier jetzt? Ah, jetzt hat's geklappt. So, und jetzt ziehen wir die zusammen. 1, 3, 33. Das meiste, was wir haben, sind Transportschiffe. Ja. Nichts Besonderes, ne? Gut. Jetzt können wir dann nochmal überlegen, was wir machen. Ich glaube 25 war hier, ne? Ja, dann machen wir das doch noch. Einmal die Normandie, bitte. Okay. Bei denen geht aber noch nicht, ne? Ne.
30 war das da. Oh, ein Ruf zu den Waffen. Holland, unser Verbündeter, fordert eure Unterstützung im Krieg, Lüttich, Unterdrückung der niederländischen Ketzerei. Lüttich, Polen, Litauen, Burgund, Hannover und Werden. Wow. Stellt sich nur die Frage, wen haben die Holländer noch an ihrer Seite dann? Und Ferrara ist dabei, okay. Polen, Litauen, okay, die sind ein bisschen weit weg. Burgund ist um die Ecke, ne? Schwierig, ne? Was man da macht. Ablehnen. Tja. Wir haben alles vor Ort, ne? Ich glaube, wir akzeptieren das mal gerade. Wieso kommen wir da nicht hin? Das muss mir jetzt noch gerade einer erklären, warum das jetzt nicht funktioniert. Gewonnen. Kommt was da? Kommt an der Staatsehe rein, okay. Akzeptieren wir natürlich. Und wieso können meine Leute hier nicht transportiert werden? Bring die mal dahin. So. Dann haben wir die hier, die einen waren wir gerade. Und jetzt möchte ich übersetzen. Jetzt geht's komisch, ne? Okay. Verteidiger des Glaubens. Oh, schön. Ja. Gut, dann lass die da mal rüber und dann gucken wir mal, was wir da tun können. Hui, da sind natürlich einige Armeen vorhanden, ne? Aber unsere kommen ja jetzt erstmal zueinander und das ist ja auch schon mal was. Auch schon groß dann schon besetzt. Krass. Kanal haben wir auch noch was gewonnen. Und da gehen wir mal schnell hoch. Verdammt. Was? 100 Leute haben die? Wow. Das war natürlich reichlich, ne? Was haben wir hier? Entschuldigt die Händler. Da verlieren wir 350 Dukaten. Hätten wir das Geld, machen wir das andere, weil das Geld würde ich nicht verlieren. Und wo sind unsere Truppen hin? Nur wäre ich auf dem Schiff gelandet? Nein. Das ist alles über. Mehr ist nicht mehr da, oder was? Okay, lassen wir weiterlaufen gerade. Die laufen bis da unten hin. Ist Venedig, oder wer ist das? Ne, Ferrara. Achso, waren zwei Einheiten. Naja, obwohl, jetzt sind es gerade mal 21, ne, ist nix. Ja. Marschieren wir da mal hin, ne? Da noch hinterher. Bisschen helfen. Okay, knapp zu spät oder wie ist das? Das ist jetzt doof gelaufen dann. In der letzten Sekunde oder was? Ja, schade, ne? Gut, aber ich würde erstmal sagen, wir machen mal hier eine Pause und machen dann weitere Dinge in der nächsten Folge.
Weil wir müssen dann auch schon wieder hier hinziehen. Oder schaffen wir das gerade noch jetzt? Komm, das machen wir gerade noch rein. Dass wir das auf jeden Fall dabei haben. Ich hoffe, der Kampf ist nicht zu Ende, bevor wir da sind. Okay, und das haben wir jetzt gewonnen. Gut, okay. Und dann müssen wir in der nächsten Runde gucken, was wir da machen oder nicht machen, ne? Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.